Moin. Ich habe mir zwar heute nicht das beste Wetter ausgesucht, aber ich wollte unbedingt noch was ausprobieren. Bin demnächst auf einem Treffen von ja, Forentreff, sag ich mal, einfach. Und dieses Jahr habe ich ich bin nicht zum ersten Mal dabei. In diesem Jahr habe ich allerdings meine Frau und meinen jungen Sohn dabei. Und das, was es da immer so zu essen gibt, ist nicht immer das Gelbe vom Ei für die Kinder. Zumindest meine mögen es irgendwie nicht. Ja, also Speise meines Sohnes, ich glaube von fast jedem Kind, Nudeln. Ich mache heute so eine Fertigmischung. Ich wollte das mal ausprobieren, ob ich das hinkriege in dem Bundeswehr Kochgeschirr. Dazu bin ich jetzt unterwegs zu einer kleinen Schutzhütte. Die kennt ihr schon aus einem anderen Video von mir. Regnet. Das Video heißt Alternative zum Instant-Café. Kaffee mit einem Kaffeepad draußen, ne? Irgendwie so. Ja, und heute will ich da einfach mal Nudeln kochen. Ich nehme euch mit. Als Kocher habe ich dabei meinen Russen, also einen russischen Benzinkocher. Den werde ich wohl brauchen. Zu erhitzen. Ein bisschen Milch dabei. Ja, und dann lasse ich es mir nachher schmecken. Ich lade euch ein. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Also, bis gleich. Da wollen wir mal langsam loslegen. Ja, also es scheint gerade so ein bisschen die Sonne rauszukommen. Am besten wir gehen raus. Ist zwar noch alles recht feucht, aber hier drinnen ist das so ein bisschen drückend dunkel. Also wenn es richtig stürmt oder regnet, dann ist das hier drin vielleicht besser. Aber ich denke mal, zum Anmachen des Kochers ist es, glaube ich, besser, wenn wir rausgehen. Also, komm mit! Ja, haben wir alles dabei. Hier ist alles drin. Hier habe ich eben mit dem Wasser rumgeplöttert, weil mir die Flasche umgekippt ist.
Ja, wollen wir mal anheizen das Ding. Und in der Zwischenzeit fülle ich hier mal so ein bisschen Wasser. Ich werde jetzt etwa 1 Liter nehmen. Hier sind die Nudeln. Passt ja ganz gut. Der Vlog geht los. Machen wir ja mal einen Deckel drauf. So, während das Wasser da anfängt zu kochen, habe ich mir mal so überlegt, wie gut sind Nudeln eigentlich für draußen unterwegs oder so für Notfall. Also hier ist angegeben, ich habe hier von der Packung was ausgeschnitten. Pro Portion, das sind etwa 250 Gramm Fertigprodukt, 448 Kalorien. Hört sich ja nicht schlecht an. Finde ich. Also eigentlich eine gute Mahlzeit und 3 Portionen sollen es sein. Also wenn man alleine unterwegs ist, reicht das auf jeden Fall für eine ordentliche Mahlzeit. Mal ein bisschen Gas geben hier. Auf jeden Fall, ja, also nochmal zurück zu meinem Sohn. Wenn wir da jetzt irgendwas mit dem Dutch-Ofen auf dem Treffen machen oder irgendwie was anderes, was er nicht kennt, was er nicht mag, nachdem er es probiert hat, dann sehe ich da echt schwarz, dass er da vernünftig ist. Mein Sohn ist schon so ein Hungerhaken, finde ich zumindest. Also dachte ich mir, ich nehme hier so eine Packung Nudeln, weil wir sind ja nur insgesamt einen ganzen Tag. Den einen Tag ist Anreise, dann sind wir erst spät da und früh am Sonntag werden wir wieder abreisen. Also mache ich mir da keinen Kopf. Also einmal ordentlich Mittagessen muss er. Oder zu Abend, je nachdem. Dann habe ich mir überlegt, hier so eine Packung ja, Macaroni. Und dazu enthalten ist dann so eine, was war das? Ja, das habe ich natürlich weggeschnitten. Das ist so eine ja, Tomaten-Mozzarella-Soße. Die isst er eigentlich ganz gerne und ist auch relativ einfach zuzubereiten. Zumindest zu Hause. Man soll ja etwa 2 bis 3 Liter Wasser benutzen. Ich werde hier nur 1 Liter benutzen. Ja. Ein bisschen Salz muss gleich noch ins Wasser. Und werden wir mal sehen. So, das Wasser dürfte bald kochen. Ich wollte die Soße hier in der Bratpfanne machen und schon mal, ja, wie ihr seht, als Deckel benutzen, die Pfanne, und ja, schon mal vorwärmen, sage ich jetzt einfach mal, dass ich gleich, wenn die Nudeln fertig sind und abgegossen habe, nur noch ja,
in der Zeit die Soße mal kurz aufkochen kann. Ja, und dann lasse ich es mir schmecken. Und das, was ich nicht schaffe, nehme ich mit nach Hause. Das kriegt mein Lütter dann heute zum Abend. So, ich habe mir hier so einen kleinen Strich gemacht, das heißt 250 Milliliter und 125 brauchen wir noch. Das ist knapp bis über dieser Kante da, von der Prägung, sage ich jetzt mal. Und da rühre ich jetzt erstmal die Soße ein. Schön an dem Platz hier, hier gibt es einen Mülleimer, ist auch nicht so weit, sei mal draußen, da wird auch regelmäßig geleert, da kann ich dann meinen Abfall gleich hier im Mülleimer mal schmeißen. Es wird schon wieder windig, dürfte gleich wieder anfangen zu regnen. Hier soll eigentlich noch ein Stück Butter rein. Einmal ordentlich durchrühren. Dauert noch einen Moment. Also bei Wind ist das hier alles nicht so pralle. So, Umzug ist vollbracht. Es gab eben noch einen kleinen Regenschauer. Und der Koch hat ein bisschen drum gezickt. Aber anscheinend hat er sich jetzt wieder gefangen und jetzt können wir endlich weitermachen. Inzwischen bin ich ein bisschen unter Zeitdruck, aber das kriegen wir noch hin. Weitermachen. So, ich werde jetzt schon die Nudeln reinpacken. Das Wasser, das kocht bald. Ich werde weiterhin den Deckel drauf lassen. Und dann weitersehen. Und der Plastik kommt gleich im Müll. So, wie ihr seht, der Tank ist zwar voll, aber er will nicht.
Ich habe keine Ahnung, da muss ich immer mal einen Kumpel fragen. Vielleicht muss ich da irgendwann mal was sauber machen. Ich werde jetzt erstmal umsatteln hier auf den Spirituskocher. Vielleicht geht das ein bisschen schneller jetzt. Ich hoffe es zumindest. So, ja, ich habe keine Ahnung, was hier mit dem einen los ist. Da heißt ja immer, Dosentechnik ist ja unverwüstlich. Ja, wie ihr seht, passiert hier irgendwie nicht mehr viel. Der Tank ist zwar voll, aber so sollte das eigentlich nicht aussehen. Oder es ist einfach zu viel Wind. Ich habe keine Ahnung. Dass der Tank vielleicht zu viel abkühlt, weil dieser Benzinkocher hier hat überhaupt keine Pumpe. Bei dem ist es wichtig, dass der Tank warm wird, damit das Benzin verdunstet und einen gewissen Druck aufbaut. Aber hier... Cool. Passiert nicht viel. Naja, für die Soße reicht's wohl noch. So, also der russische Kocher, der hat gerade seinen Dienst quittiert anscheinend. Da muss ich mal nachgucken, was da los ist. Den lasse ich jetzt abkühlen. Ich mache jetzt nur noch mit dem Spirituskocher weiter. Hat sonst keinen Zweck. So, die Nudeln kochen jetzt. Ein paar Minuten gönnen sie noch. Ich mache mir langsam mal Gedanken, wie ich das Wasser am besten abkippe. So ist es auch schon soweit. Gut. Also, scheint zu funktionieren. Ah ja, warten wir noch einen Moment. So, dann probieren wir mal. Mal.
Geht. Zu Hause machen wir das immer so, wir kippen die Soße in die Nudeln rein und mischen das ordentlich durch. Dann hat jeder in etwa genau gleich viel von der Soße. Oh, ein bisschen übergekocht. So. Dann kippe ich das hier mal mit rein. Na. Hm. Angebrannt ist es. Das macht aber nichts. Wollen ja nicht so zimperlich sein hier draußen. Oh. Jetzt die Gabel, die brauche ich gleich. Na, dann müssen wir einmal ordentlich durch. Schon sind die Nudeln fertig. Ich hau mir jetzt da ordentlich eine Portion rein. Hab nämlich heute noch nicht so viel gegessen. So. Könnt ihr nochmal schauen. So sieht das dann aus. Und schmecken tut das? Mhm. So. Also. Nudeln draußen, wenn man einen funktionierenden Kocher hat, ja, kein Problem. Mhm. Auch wenn man weniger Wasser hat, dürfte das, also vom Geschmack her macht das nichts. Vielleicht ein bisschen mehr Salz ins Wasser, mhm. Dann klappt das. Mhm. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch noch was. Haut rein. Also für mich war das vielleicht eine gute. Also, macht's gut. Tschüss.